Ja, wieder ein paar Kurznachrichten. Die Pharmaindustrie lässt die Muskeln spielen. Und zwar hier auch so unser Tagesbild schon mal. Ja, die Pharmaindustrie lässt die Muskeln spielen. Bolsonaro als Präsident Brasiliens muss nach ihrer Pfeife tanzen und Maske tragen und so weiter. Ja, Putin andererseits ignoriert Corona bei seiner Großparade einfach und die Leute zeigen eigentlich auch, dass sie keine Angst haben vor Corona, wenn da in ihrem Bekanntenkreis lauter Todesfälle wären aufgrund von Corona oder im Zusammenhang mit Corona, dann wären die Leute nicht so, dass sie freiwillig zu der Parade gehen würden, wo alles dicht an dicht steht. Auch unser Minister Spahn hat angeblich eingeräumt, dass es ganz viele falsch positive Tests gibt. Ja, und insgesamt auch sozusagen bezogen auf unsere gestrige und die anderen 500 Sendungen, ja, was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, ist, warum Menschen sich sozusagen schwer tun können, darin sozusagen zu verstehen, dass für uns alle, ja, die Wohlfühlstimme ein Segen wäre und all die anderen 20 Reformen, die in die gleiche Richtung gehen. Also die gleiche Richtung heißt immer, das, was uns Menschen gut tut, wird belohnt und das, was uns Menschen schadet, wird nicht mehr belohnt. Ja? Und das ist das, was die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten machen. Und ich kann nicht verstehen, wieso Menschen so ungebildet sein können, dass sie da nicht laut Hurra schreien, sozusagen. Es ist doch sonnenklar und ganz einfach. Das jetzige Wirtschaftssystem hat doch in jeder Hinsicht gezeigt, dass es keinerlei Rücksicht auf uns Menschen nimmt und auch keinerlei Rücksicht auf die Natur nimmt. Und also letztendlich nimmt es sie dabei keine Rücksicht auf uns Menschen, denn wir Menschen können uns nur wohlfühlen, wenn wir ein Minimum an intakter Natur um uns herum haben. Und dafür kann dieses jetzige Wirtschaftssystem ohne die Wohlfühlstimme nicht sorgen. Die Wohlfühlstimme lenkt die gesamte Wirtschaft in den Dienst der Menschen und damit auch in den Dienst unserer Milliardärskönige und Politikkönige. Also jeder Mensch profitiert riesig davon. Also auch die Milliardäre werden erst dann ein wirklich glückliches, wirklich gesundes und wirklich langes Leben genießen können, wenn die Wohlfühlstimme eingeführt ist, weil dann die Grundfehler gelöst sind. Und der Grundfehler ist ganz einfach zu verdeutlichen. Man muss eigentlich nur in der Schule aufgepasst haben und die Evolutionsbiologie verstanden haben. Viel schwieriger ist es nicht. Und dann haben wir hier, wie gesagt, den ersten Frühhändler, der eben sagt, ich nehme nur ein Beispiel von den Millionen Beispielen, und der sagt, ja, ich liefere euch nur naturbelassene, völlig reif geerntete Früchte und Obst und Gemüse und Pflanzen und Nüsse und was auch immer, alles naturbelassen, weil alles andere würde euer Immunsystem schwächen und euch anfällig machen für jede Kleinigkeit, ja? Und hier ist dann nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es zu einem sich irrenden Frühhändler kommen in der Evolution. Und der irrt sich und sagt, nein, ihr könnt ruhig die ganze denaturierte Nahrung essen, die ist genauso gesund und da ich die viel billiger herstellen kann und liefern kann, ist sie doch viel billiger und die schmeckt doch genauso gut wie die herrlichen reif geernteten Früchte und so weiter. Also vertraut mir, ihr könnt das genauso gut kaufen. Und die Leute vertrauen ihm, weil der Mensch nun mal das vertrauensseligste Lebewesen der Erde ist.
und er verdient richtig viel, kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel, begründet eine Großfamilie der Händler und die konkurrieren den hier aus, denn der mit seinen Wahrheiten macht viel zu wenig Umsatz, macht viel zu wenig Gewinn, ist nicht konkurrenzfähig, kann nicht dagegen ankonkurrieren und geht pleite. Und das ist das, was in immer unter Marktbedingungen, unter arbeitsteiligen Bedingungen, wie wir sie bis jetzt kennen, notwendig passieren muss, dass die vorteilbringenden Irrtümer dieser Person hier, die ihm vorteilbringenden Irrtümer, die gewinnbringenden Irrtümer und die karrierefördernden Irrtümer breiten sich aus und unterziehen uns alle einer Gehirnwäsche, zwangsläufig unter Bedingungen von arbeitsteiligen und Marktsystemen. Notwendig, zwangsläufig. Damit ist für mich mit einem solchen ein einziges Beispiel von Millionen Beispielen. Schluck Wasser. Reicht mir völlig aus, ein Beispiel reicht mir völlig aus, um definitiv zu beweisen, das jetzige System muss sich gegen uns Menschen ausrichten. Und erst nach Einführung der Wohlfühlstimme muss der hier sich von seinen gewinnbringenden Irrtümern befreien, muss wahrheitsorientiert werden und muss uns wahrheitsorientiert eben wieder naturbelassene Pflanzen und so weiter liefern, wieder frei geerntetes und so weiter, alles naturbelassen. Und dann breiten sich also die gewinnbringenden, vorteilbringenden und karrierefördernden Wahrheiten aus und wir kriegen ein Fastparadies auf der Erde und sparen Milliardengelder jedes Jahr und gewinnen Milliardengelder jedes Jahr, weil wir die ganzen Verluste durch die krankmachende Ernährung und durch unser hochproblematisches Gesundheitssystem und so weiter all das nicht mehr haben. Ja, für mich ein Rätsel, wie man das nicht verstehen kann, dass unsere Milliardärskönige und die Politikkönige das nicht verstehen können, liegt daran, dass sie überhaupt keine Zeit und keinen Raum haben, sozusagen das überhaupt wahrnehmen zu können. Aber dass die Masse der Bürger, dass Millionen, also Hunderttausende von Bürgern, sozusagen nicht einen Riesenaufstand machen und sagen, ja, wir ohne die Wohlfühlstimme hat die Menschheit keine Chance, das kann ich nicht verstehen. Wie können Menschen solche Bildungsferne und solche Bildungsdefizite haben, dass sie das nicht verstehen können? Also es ist mir ein Rätsel, ja. Also für mich unvorstellbar, aber so ist es, ja. Die Bildungsferne und der Intelligenzmangel ist so viel riesiger, als man sich je hätte vorstellen können und vorstellen wollen. Das ist unfassbar, ja. So, das heißt also, und all diesen Bildungsmangel haben eben all diese Bildungsferne haben all diese, das sind noch die besten von, also nur die überhaupt erwähnenswert werden, sind alles, was wir nicht erwähnen, spielt überhaupt keine Rolle, ist so bildungsfern, dass es völlig irrelevant ist. Also alles, was ihnen irgendwie anbietet, ein irgendwie geartetes, besseres Leben, zum Beispiel der ESO, Spiro, Psycho, Unfug, der überall angeboten wird und so weiter. All das ist nichts anderes als so total Unwahrheit und Irreführung und Abzocke sozusagen. Aber das ist das, wo wenigstens noch ein paar Wahrheiten drin sind. Aber eben leider auch diese große Bildungsferne, dass sie nicht verstehen können, dass die Wohlfühlstimme für uns alle ein Fastparadies eröffnen würde.
Wie gesagt, ich fasse es nicht, wie man so ungebildet sein kann, dass man so einfache Logiken nicht verstehen kann. Es ist für mich unvorstellbar. Und damit, mit diesem Entsetzen, beende ich die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.